Das Harzburger Modell, schauen wir mal auf die Jahreszahl in den Unterlagen. Was steht da? 1956. Das ist eine Weile her, zugegebenermaßen. Was war 1956 los? 1956 war der Zweite Weltkrieg ein paar Jahre Vergangenheit. Aber eigentlich doch nicht, weil immer noch Kriegsgefangene aus Russland zurückkehrten. Und was hatten diese Kriegsgefangenen führungstechnisch gelernt? Kadavergehorsam. Es gab wohl keine autoritärere Führung als damals zur Zeit des Nationalsozialismus. Führer befiehl, wir folgen, war ein Leitsatz. Der stand in den Stadien, groß an der Wand. Also Kadavergehorsam. Ja, fast noch einen Schritt weiter über autoritäre Führung, sondern frag überhaupt nicht, was der immer sagt, ist richtig gut und heilig, mach es. Denke nicht nach, fang nicht an mit irgendwelchen ethischen Prinzipien oder sonst was. Führer befiehl, wir folgen, war der Leitsatz. Also Kadavergehorsam. Und jetzt kamen diese Menschen aus Kriegsgefangenschaft in eine florierende Wirtschaft, die sie brauchte. Ja, die Wirtschaft damals brauchte Arbeitskräfte. Jetzt hatten aber diese Menschen und auch die Vorgesetzten damals außer Krieg praktisch nichts gelernt. Und das muss man wissen, sonst kann man das heute gar nicht mehr verstehen. Das war der Hintergrund. Und hinzu kam, dass 1956 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen wurde. Auch das nicht vergessen. Das Land, das einen fürchterlichen Krieg angefangen und verloren hatte, und zwar richtig verloren hatte, und sich dann nachher irgendwie ja auch schämte. Wie konnten wir so einem Irren hinterherlaufen? Wie konnten wir diese Parolen schreien? Wie konnten wir das alles tun? Und dann die ganze, also der Holocaust und was da alles so ans Tageslicht kam. Und dieses Land gewann dann 1956 völlig überraschend die Fußball-Weltmeisterschaft. Auch das war psychologisch ein ganz wichtiger Aspekt. Zu der mehr und mehr florierenden Wirtschaft, die aber autoritär gepolt war, bis ins Letzte. Und dann kam dieser Reinhard Höhn von der Führungsakademie Bad Harzburg. Deswegen heißt das Ding Harzburger Modell. Diese Führungsakademie Bad Harzburg gibt es bis heute, die heißt heute die Akademie, ist nach wie vor in Bad Harzburg. Und der sagte, Grundgedanke, notieren wir das, Überwindung des autoritären Führungsstils. Der Höhn sagte praktisch, faktisch in der Essenz, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann landet ihr im Irrenhaus. Ein Unternehmen kann nicht wachsen, wenn der Vorgesetzte nach wie vor für alles die Verantwortung hat und die Verantwortung nicht delegiert, sondern nur die Aufgaben delegiert. Das kann nicht gut gehen. Und deswegen dieser berühmte Leitsatz, Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz müssen in einer Hand, müssen eine Einheit bilden. Das ist der zentrale Satz des Harzburger Modells. Es gibt noch viele andere Ansätze im Harzburger Modell. Ich will sie kurz erwähnen. Zum Beispiel Kritik immer allein. Ja, niemals jemanden vor anderen niedermachen, was man auch getan hatte in der Zeit des Nationalsozialismus. Also Kritik immer allein, Lob vor anderen, Kritik aber immer allein. Das sind auch wichtige Prinzipien. Wir hatten vorhin notiert, menschenorientierte Führung. Sie erinnern sich. Ne? Harzburger Modell, menschenorientierte Führung. Also das unterstützt das noch einmal oder erklärt noch mal, was damit gemeint ist. Aber für uns ist wichtig dieser Leitsatz, den Sie in den Unterlagen schon fettgedruckt vorfinden. Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz müssen in einer Hand, weil dem Vorgesetzten sonst der Schädel platzt. Ein wichtiger Leitsatz, damit ein Unternehmen weiter wachsen kann. Sonst ist der Vorgesetzte irgendwann mal in der Klapse. Und die Mitarbeiter wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie nie was machen durften. Und das hat der Höhn gesehen. Dem Höhn hat man dann nachher sehr am Zeug geflickt, weil der wohl auch eine nationalsozialistische Vergangenheit hatte.
Ja, deswegen, naja, ist das also mit der Anerkennung und Wertschätzung so etwas untergegangen. Aber es bleibt, dass dieser Höhn damals einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass Deutschland als Wirtschaft weiter wachsen konnte. Weil ein Unternehmen nicht weiter wachsen kann, wenn alles über den Schreibtisch des Vorgesetzten geht. Irgendwann ist der Schreibtisch voll und vor allem der Kopf des Vorgesetzten ist voll. Irgendwann ist die Aufmerksamkeit eines jeden Menschen erschöpft. Und dann kann es nicht weitergehen. Und es kann nur weitergehen, wenn man Dinge delegiert im Sinne dieses Leitsatzes.